Ey, das sind Demons im Cup, ich hab die Mische gemacht. Ich wach heute sicher nicht mehr auf, weil ich lieg Koma seit 8. Ey, das sind Bad Dreams, guck sie an. Sie ruft mich an, ich heb nicht mehr ab. Die läuft. Läuft der Zeit? Ja. Gut. Guck mal, Jas, ich hab mir einen Ratschekasten mitgebracht. Der ist von Action, Baba Qualität. Vertrau mir. Der ist wirklich krass. Die 14 Euro haben sich gelohnt. Der ist aber bis jetzt nur einmal benutzt worden. Guck mal, was haben wir denn hier am Luftfilterkasten? Junge, was willst du denn damit? So. Hallo, entspann dich mal. Ich höre mal deine Eggies ein bisschen, bevor du hier überhaupt was reinmachst. Drehst falsch rum, ne? Das weißt du schon. Muss hoch machen. Ich hab richtig Angst, dass ich irgendwas abreiße, Junge. Ach, dann bauen wir einfach auf Dings der anderen Subframe um. Den kannst du kaufen, den Bolzen, wenn der kaputt geht. Ah, chillig. Doch kein Film mehr muss. Ey, Justin, was hast du denn für den Scheißhaufen bezahlt? 200 Euro. 200 Euro? 200 Euro, einfach die Bremsscheibe kostet schon so viel. Und da ist ein Top-Performance drauf. Und Malossi-Wandler war das, ne? Ja. Digga, das Geld ist sowas wieder von drin. Den Motor, den machen wir so halb selber. Den verschicken wir zu Lilo, damit er die Quetschkanten so einstellt. Ne, Justin. Ja. Ach, da steht auch sogar Top-Performance. Jetzt chill mal. Den Luftfilterkasten kannst du eh nicht mehr fahren. Der bleibt einfach draußen. Hier hast du zwei Schrauben. Das ist alles so ranzig, ne? Guck mal, selbst der Lack, der hier geht hier ab. Ach, und hier unten wurde auch mal geschweißt am Krümmer. Ja, du willst den Auspuff sowieso nicht sehen. Den müssen wir abbauen sogar. Ja, guck doch hin. Ah. Was habt ihr denn gestraust? Ich glaube, du guckst. Die Verkleidung war auch Baba-mäßig schon. Kommt die eigentlich? Bist du irgendwie was? Nein, da muss Verkleidung noch. Ding muss schön aussehen. Da war noch ein Öltank drin, ne? Den haben wir schon ausgebaut. Liegt da vorne in der Mülltonne. Ja, Verkleidung kommt ja neu drauf, aber alles macht Zeit. Guck mal, der tropft sogar Wasser, der Zylinder, ne? Hör doch einfach auf. Da ist auch Wasser drin, ne? Also denk dran. Ja, müssen wir noch ablassen. Ja. Boah, das Ding hier habe ich auch lange nicht mehr in der Aerox gesehen. Das baut eigentlich keiner mehr ein. Lüsterklemm. Hab ich wahrscheinlich nicht, ne? 18. Nee. Wir haben nur alles bis 13. Ab 13 ist bis 13, ist okay. Kannst du noch ein bisschen Korn hier reinballern? Vielleicht springt die besser an. Der Schlösser sind 300. Ja, vielleicht. Man weiß es nicht. Ja, lösen wir mal die Schelle hier. Filmt die überhaupt nach unten? Ja, ne? Mhm. Gut. So, die Schelle ist lose. Ja, soll ich das jetzt einfach auf den Boden laufen lassen oder was? Da ist ja nur Wasser drin. Ja, aber dann müssen wir da die ganze Zeit durchlaufen. Wieso? Ich krieg's nicht durch raus. Ey, warte mal, stand der nicht hier drinnen, wo es gefroren hat? Ja. Ja, aber ich war gucken, nichts. Ne? Bei uns in der Garage hat's schon gefroren. Da aber nicht. Ja. Ich war bei minus 10 Grad hier, ich war nicht. Boah, der Tankdeck ist auch anders homosexuell. Ja. Rücklicht brauchst du auch neues. Sieht schon sehr professionell aus. Ne? Junge, ich dachte, die Hälfte geht er jetzt neben. Boah, das ist der hart, Digga. Aua. Ah. Was denn? Rostiges Wasser? Ja. Aua. Boah, Digga, der Schlauch geht nicht ab. Dreck mal dran. Wir verschicken den wohl mit Schlauch, oder? Geil. Tat weh? Nö. Ah, Junge. Der geilste Eimer der Welt. Guck mal, wenig raus. Ich glaube, der Zylinder ist Ritze. Ich mach noch ein bisschen Pipi. Das ist auf jeden Fall nicht alles, was da drin ist eigentlich. Ich weiß. So. Wichtigste Aufgabe ist erledigt, zum Catchdecker ab. So. Ist der Vergaser fest? Ja. Ausnahmsweise. Den hab ich festgemacht, ja. Ich weiß sowieso nicht, wer ein 17,5 auf dem
Oder was ist das? Nee, ist 12er, glaube ich. Ne? Das ist ein 12er, ja. Süß. Ja. Ein süßer. Ja, 12 Millionen. Legen wir zu dem anderen. Brauchen wir nicht. Hier, kannst du auch noch haben, wenn du willst. Auch noch ein 12er? Nee, das ist ein 17,5er, glaube ich, oder? Ja, sieht so aus. Ja, müsste 17,5 sein. Wo ist den ausgegraben? Das war der, der vorher da drauf war. Mal. Echt? Ja, jetzt nicht mehr. Das Kabel kannst du abziehen, ja, und das musst du lösen. Immer aus 5er, glaube ich. 5er. Den Hauptständer machen wir aber ab, ne? Gut. Wenn ich schon rieche, ne? Das stinkt. Wie das Wasser riecht, ne? Sonst noch irgendwelche Kabel dran, ne? Ne, das ist ja ab, oder? Ja, hast du hier ja, außer eine... Bremskabel, ne? Ja, ja, wir müssen den Sattel noch lose machen. Kriegst du den Sattel so raus, ja, ne? Klar. Okay. Hat recht. Oh! Shitbox. Oh, Junge, die ist lose. Weißt du, was hier, oder? Ist die Ratsche nicht verbogen, ist das alles, sag ich ehrlich. Schau rum, weil ich mir den Wechselkasten holen soll, ne? Der ist auch gut. Selbst wenn er kaputt geht, brauchst du 14 Euro wieder neu. Ich weiß noch nicht, was ich mir für Federbein noch holen soll, ne? Das durch, ne? Ah, geht, oder? Ja, doch. Oh. Das ist mehr als durch. Das sind auch nicht die originalen Bremsschrauben. Ja, das ich selber. Hast du eigentlich eine neue Bremsscheibe für hinten bestellt? Ne? Nee. Komm noch, ne? Ich wollte ja erstmal gucken, wie das aussieht, und dann bestell ich das ja. Ging das doch nicht. Ich glaube, wir müssen erstmal die Felge ausbauen. Obwohl. Ich habe das schon mal so hinbekommen. Ja, der, die Felge muss eher. Ja, Auspuff ab. Ich fick Aerox. Kauf den Aerox, haben sie gesagt. Brauchst du. Safe 12er. Ne. Kaufst du ein neues Schraubenset, ja? War da nur eine drin? Warum? Ich hab doch oben komplett ist neu. Ist da unten nicht noch eine drin? Nee, aber jetzt noch so. Und was ist da dran? Ich hab doch oben komplett neue Schrauben. Was ist das, Junge? 10er? Ja, war schon okay. Das ist eigentlich echt. Ne, können wir jetzt nicht mehr, wir haben keine Bremse. Ja, doch, noch haben wir Bremse. Heb mal hoch. Ja, packt schon, packt schon. Guck mal. Machen wir es jetzt ganz einfach. Heben den Scheißhaufen jetzt einfach hoch. Bremst, rutscht durch? Nee, ne? Sie sagt, gekauft den Aerox. Aerox ist nicht schwer. Ja, ist egal. Tropfsteinhöhle. So, ja, so ist gut. Ah, ist im Bus. Cool. Sah voll aus wie ein Zehner. Hätte schon lange dran schrauben können. Ah, oh, Junge, hier seht ihr mal den Ranz in Person, Alter. So sieht das richtig schrecklich aus. Lüsterklemmen vorne finde ich auch gut. Boah, das stinkt ja ekelhaft, Digga. Schieß nur Benzin. Ja, sei froh. Nein. Ich glaube, der Auspuff fällt gleich ab. Ist eh für den Arsch. Der ist gerissen, ne? Ja, der ist für den Arsch. Kannst du nicht so behalten. Gelandet. Warte mal, halt mal noch so. Ich guck jetzt mal in den Zylinder rein. Und was denkst du? Sehr gut. Ah, Alter.
Warte mal. Der ist gerippt. Ja, aber oben nur. Na ja, doch, 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 doch. Der ist im Arsch. Der ist fett im Arsch. So. Hättest du noch mitfahren können. Ja. Ich glaube, darum lief die Scheiße auch nicht. Ja. Phil, was sollten wir denn jetzt nochmal machen? Die Felge jetzt ab. Ja, lass mal wieder auf Hauptständer stellen. Noch ist er dafür gut. So. Ist schon drauf, ja. Was ist Felge? 3 Schrauben, das ist Imbus, ne? Ja, aber große Imbus, ich glaube, den habe ich nicht. Warte mal. Oh, das kann ganz knapp werden. Guck mal. Ja, ab hier machen wir eine Raucherpause, ne? Wir schalten gleich wieder ein nach der Werbeunterbrechung. Gut. Hast du einen Imbus, ja? Ja. Warte mal. Willst du schon mal festziehen? Sehr professionell. Ey, der Reifen ist platt, ne? Ja, der ist doch kaputt. Hast du noch einen? Weiß ich nicht. Ich glaube aber so teuer sind auch Reifen für eine Aerox nicht. Ich hab noch oben Aerox Felgen liegen. Auch Hinterrad? Ja, und Vorderrad. Beides habe ich da. Also? Nur, ich will eigentlich andere Felgen haben. Stimmt. Stage 6 Felgen. Dreh doch jetzt andersrum raus. Ja, nur find die mal auf eBay. Für billig Geld. Kannst wahrscheinlich von träumen. Ich hatte einen in der Hand. 1500 Euro. Ja. Für beide Felgen. Der, das ist viel zu teuer. Ich habe welche gesehen für 600 und sowas. Ja, das geht ja doch. Weil die Felgen halt nicht mehr produziert werden, ne? Ja, ja. Das geht ja noch 600 Euro. Aber. Ja, weil er mir 1500 Euro gesagt hat, habe ich zu ihm gesagt, soll ich nicht eine komplett neue Aerox kaufen? Kriegst wahrscheinlich eine Aerox mit Stage 6 Felgen für 1500. Also theoretisch kannst du den Bremser jetzt einfach abnehmen. Zieh hier raus, einfach da hinlegen. Jetzt müssen wir noch Federbein lösen und dann können wir den Shithaufen rausnehmen. Ja, egal, Federbein kommt eh weg. Ja, aber den Hörlingssatz würde ich gerne behalten. Flex ab. Flex deiner Herren. Aber vielleicht ist das Federbein auch nicht kaputt, vielleicht muss es nur neu auffüllen. Ich weiß ja nicht, was mit was. Ja, da kommt extra so Gas rein. Mach einfach Luft rein. Das war schon ohne Scheiße überlegen, ne? Probieren kann man's ja. Fällt jetzt gleich runter, ne? Komm, man sieht, dass ich schon rechts bin. Oh ja, gefühlt waren die Schrauben das letzte Mal los vor 12 Jahren. Die sieht auch sehr zusammengefuscht aus, die Kiste. Leg einfach auf Bremsscheibe. Warte mal, hast du Belege geguckt? Nö, ne? Ah, ja, geht, ne? Ich hab noch 66 Belege. Für einen Aerox hinten. Ja? Ja. Sponsoring. Du brauchst noch eine neue Bremsscheibe, also, sonst kommt die Scheiße nicht dran. Hast du schon ab, die Mutter? Ja. Fällt eh nicht raus, der Motor. Der bleibt ja stehen so. Warte, zieh raus. Haben wir irgendwas vergessen? Nö. Ja, dann nimm mal den Motor weg, dann stell ich die hin. Glaub mir, das ist am meisten gefettet an dem Roller. Nur die Frage ist, wo hab ich die Schraube hingesetzt? Die Mutter meinst du? Ja, also die Mutter. Ja.
So. Ja. Schön. Willst du nicht hier auseinanderbauen? Nee, hier gehen wir nach unten. Ist da genug Licht? Ja. Soll ich Ratschkasten mitnehmen? Jetzt kannst du eigentlich auch stoppen.